Moin Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Sora. Was? Was? Zu Sora, nichts anderes. Okay, Sora, einfach nur Sora. Sora. Nein, du weißt, hier können irgendwo Redstone Torches oder sonst was sein. Bitte nicht. Du weißt, das endet sehr, sehr schlecht. Du weißt das, bitte. Ich habe zufällig keine Redstone Torches. Bello? Nein, nicht das Klassenzimmer. Nicht das Klassenzimmer. Nicht das. Aus. Böser Hund. Ganz böse. Böser Hund. Ich atomarisiere dich jetzt. Nein! Ich hab kein Wasser mehr, Bello. Was hast du getan? Nein. Macht mir doch keine Angst mit Bello, bitte. Nein, platz hier bitte in Wasser. Bello, ich glaube, also, er will einen TNT-Boost machen. Bello, kannst du bitte auf. Nein, das fließt aus dem Wasser raus. Kannst du. Bello, du. Du. Er hat Teil. Okay, ich repariere das. Ich. Wir kümmern uns nicht drum, das wird später repariert. Oh, supi. Denk ein Schild. Okay, so. Du? Martin, denk ein Schild. Ein Schild, was für ein Schild? Von Punch. Oh, nein, das war's zu 100%. Du weißt, dass Punch nein. nicht mehr. Nein! Du weißt, dass Punch nicht mehr am Leben ist. Das ist dir durchaus bewusst, oder? Bonch, by the way. Bitte merkt dir Bonch. Poncho. Ich finde diese Waffe bis heute noch geil. Die sieht vor allem richtig nice aus. Also, irgendwie hat die was. Man kann auch von der Ferne. Guck mal. Ich will auch. Sekunde. Guck mal. Okay. Zack, Creeper weg. Okay, jetzt darfst du. Oi. Komm, schieß. Das ist richtig geil. Oi. Was droppt Bello? Kack. Oh nein. Warum kannst du das essen? Warum isst du es? Oh, ich glaube, das hätte ich nicht tun sollen. Oh, mir ist ganz schwindelig. Warum isst du Kacke? Mir geht es gar nicht gut. Oh Gott. Okay, es geht wieder. Okay. Okay, warte, ich laser Bellos etwas weg. Warte, okay. Ich laser dich jetzt weg. Nein, Spaß. Bello, ja, Bello. Oh Gott, okay, ja. Es tut mir leid, ich mach das nie wieder. Weg mit dir. Nein, sorry. Ich weiß, das macht viel Schaden, es tut mir leid. Geht es durchs Schild? Wait, Sekunde. Geht es durch mein Schild? Ich weiß nicht, ich hab... Na! Schieß! Ich hab keine Munition mehr. Drei! Mein Ernst? Bello? Ja, Bello ist verwirrt. Ich wollte. Bello! Das Steinmann kann's essen! Okay. Herr Professor, klopf! Klopf! Sind Sie da? Oh! Ja, rein! Oh! Meine Tür! Es tut mir leid. Was war der Hund? Guten Tag. Ich brauche neue Munition für die Death Ray. Ist das. Die Munition. Ja. Zum Glück habe ich davon noch ein bisschen hergestellt. Ich habe meine Zeit geopfert. Ich habe keinen Schlaf gehabt und bin jetzt auf Mine Bay unterwegs. Das ist nicht gut. Das ist. Bitte sehr. Oh. Bello, kannst du. Ich hasse Ehrenhund. Es tut mir leid. Okay, Bello, also. Darf ich dann einmal kurz die Munition. Oh, Bello. Die hat ihr Hund, wie es aussieht, aufgesammelt. Bello, darf ich bitte die Munition haben? Das ist russische Worsch. Darf ich bitte Munition haben? Nuclear Power Cell. Also. Geht das? Zufällig? Oder warten Sie, ich glaube, ich habe sie sogar. Oh, ja. Bello hat es. Bello, kannst du nicht alle einzeln, also nicht, bitte. Bello? Kannst du sie einfach droppen? So, ich glaube. Ihr Hund ist, wie es aussieht, sehr benachteiligt. Er ist sehr, ja, besonders, würde ich mal so sagen. Ich glaube, er braucht Matheunterricht. Ich habe auch das Gefühl. Okay, Bello, Dankeschön. Ich werde jetzt einmal kurz hier reinpacken. Stressig, Bello. Okay, ne, ist jetzt meins, man sieht sich. Und jetzt kann ich nachladen. So, okay, du, ich bin jetzt auch da. Aber Sekunde, ich kann jetzt wieder. Bello, hör auf. Ach Gott, du. Du, ich bin jetzt auch da und ich kann das mit dem Schild testen. Nein, gib mir die Waffe her. Ey. Bello. Das macht viel Schaden, hör auf. Gib mir bitte meine Waffe wieder. Ja.
Ich geseh mich dann wieder in mein Haus. Rufen sie mir, wenn sie mich brauchen. Okay. Drew, komm raus da. Und Bello, jetzt gib mir endlich meine Waffe. Oh, danke. Ich kann nicht, ich bin gerade in der Runde. In welcher, was für einer Runde? Wenn sie ihrem Gesellen sagen, er soll aufhört Fortnite auf meinem... Das Drew. Ist kein Fortnite, sowas nennt man Minecraft Skywars. Drew, kannst du bitte... Was ist Minecraft? Aufstehen, genug Internet für heute, jetzt komm mit. Los. Was ist Minecraft? Ich bin gewonnen, ich wurde Zweiter wegen dir. Und jetzt, block. Oh. Ich kann dich aber wegboosten. Oh, das ist lustig, das kann ich mir merken. Wenn du mal mir auf die Nerven gehst, kann ich jetzt einfach deinen Graben schubsen. Ich kann aber immer noch rausfliegen. Ist mir egal. Nochmal. Leben, aber nochmal. Drew. Wer ist das? Na, das ist King Flo. Wie lange nicht gesehen, Platin. Was zur Hölle ist mit dir passiert? Ach, das ist meine wahre Gestalt. Bello, machst du ihm gerade Schaden? Okay, auf ihn schießen. Also das mit der hier. Machst du ihm Schaden? Ey, hör auf. Ich glaube, der ist ein bisschen stärker als Punch. Warum mache ich ihm keinen Schaden? Ich habe eine Idee. Was für eine Idee? Nein, nicht Rocket Launcher. Du weißt, das zerstört Blöcke. Ach, nicht wahr? Hol den Knochen. Dass Bello sich immer mit anderen anfreundet. Vor allem mit ihm, Bello, du weißt, dass der böse ist. Echt? Er hat den Stack Knochen gegeben. Ich will nicht wissen, woher diese Knochen stammen. Geh weg. Aber was ist mit deinem Aussehen bitteschön passiert? Ich hab doch gesagt, das ist meine wahre Form. Ey, halt Abstand. Ey, nein. Ey, mach nicht unser Dorf kaputt. Was haben wir überhaupt getan? Wir haben nicht mal was getan. Nein! Lass Bellos Haus in Ruhe. Nein. Nein, stopp. Platin, was ist das? Das ist Dr. Flo. Lass das Haus in Ruhe. Okay, weg mit dir. Lass das in Ruhe oder ich werde dich atomisieren. Ich... Schmeck Atomisierung! Ich glaube, das macht keinen Schaden. Friss Blei! Professor, ich hab das Gefühl, das macht... Ich bin einer. Vater, Bang. Bellos Haus. Ich bin einer der mächtigsten Kreaturen dieser Welt. Ich zeig dir, was mächtig ist. Ich zeig dir auch, was mächtig ist. Also, Bello, dein Haus. Professor, die Nuclear Death Ray macht keinen Schaden. Wäre mein Problem. Ich habe nichts, was ihm wehtun kann. Ey, stopp. Ich habe auch nichts. Ich glaube, das ist der Punkt, wo wir. Aber wir haben doch überhaupt nichts getan. Weißt du, ab welchem Punkt es schwierig für mich war, zu glauben, dass Marsmännchen mich beklauen? Marsmännchen? Ach, das war was das. Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Bevor ich diesen Planeten endgültig wegschnipse, wenn du noch einmal den Mond betrittst. Also. Okay. Nein, nicht schießen. Du glaubst, das ist mir nicht ernst? Ich glaub. Ey, nein! Nein! Glaubst du, es ist nicht ernst, diese Lage? Lass unser Dorf in Ruhe. Wir versprechen, wir machen nichts mehr. Okay, ich ergebe mich. Ich ergebe mich auch. Bitte nicht, bitte Nehmen aufhören, Sie bitte Harpung aufhören. Gut. Bitte aufhören, wir lassen es. Kennst du diese Waffe? Ja, das ist die Nuclear Death Ray. Ey, hör auf. Du sogar selber. Und bei dir macht dir keinen Schaden. Was zur Hölle bist du überhaupt? Na komm, schieß auf mich. Nein, es... Na komm, schlag mich doch. Au, au. Ich hab's verstanden. Es tut mir leid. Wir werden den Mond in Ruhe lassen. Es ist dein Gebiet. Es ist mein Gebiet. Es ist mein Besitz. Genau, okay, dann ist es halt dein Besitz. Es tut mir leid. Willst du meine Raketen verschmecken?
Mach doch. Ich glaube, das macht keinen Schaden. Wesen Geschichte. Ich glaube auch. Es tut uns leid, es wird nicht wieder vorkommen. Es tut uns wirklich leid. Bitte, bitte lassen Sie uns auf in Ruhe. Wir werden nichts mehr machen. Ju, nicht weinen. Ach, Mann. Was bist du für ein Jammerlapp? Ju, es ist alles gut, es ist alles gut. Lass Ju in Ruhe. Was? Kann ich sie töten? Und zwar vor deinen Augen. Und den Knirpster, der möglicherweise versuchen will, mir Schaden zu machen. Na, werde ich auch noch. Professor, bitte du nicht. Du wirst deinen Untergang noch in deinen Träumen spielen. Professor, hören Sie bitte auf. Ich weiß das. Bitte nicht. Weißt du, solange du dieses eine Ingot nicht hast, wirst du mir nicht einen Kratzer zufügen. Und du weißt genau, wo dieses eine Ingot ist. Wir können schauen, wer es schneller hat, Professor. Wir werden sehen. Und woher wissen Sie meinen Namen? Ich bin allmächtig. Ich kenne alle Einwohner auf diesem Planeten. Denn ich war früher auch mal ein Mensch. Wir werden ja noch sehen. Es tut uns leid, es wird nicht wieder vorkommen. Jetzt und sie! Ja, ey. Wenn ich sie noch einmal auf diesen Scheißplaneten, es ist egal, ob Mond oder Erde, sehen muss, dann gibt's das hier. Nein, stopp. Ja, wir haben's verstanden. Es tut mir leid. Es tut uns leid. Ju, entschuldige dich. Ich hab nichts gemacht. Entschuldige dich. Wissen Sie was? Diese ganze Sache langweilt mich. Ab in die Heimat. Okay. Wir machen nichts mehr. Ja, wir haben es verstanden. Nicht auf die Rakete schießen. Nicht auf die Rakete schießen. Okay, stopp. Wir machen ja nichts mehr. Wir haben es verstanden. Okay. Das sieht schlecht für uns aus. Das sieht sehr schlecht für uns aus. Okay, er geht jetzt, glaube ich, weg. Guckt euch das an! Was hat er gemacht? Unser... Sind wir mal froh, dass er nicht... Das Ingot schneller, als wir gedacht haben. Also... Woher er meinen Namen kennt, das... Weiß ich nicht, ob er wirklich allmächtig ist. Das werden wir noch herausfinden. Hätte ich vergessen. Du glaubst nicht, dass ich allmächtig bin, oder? Nein. Niemand kann allmächtig sein. Ich bin stärker als du. Das Professor, nicht drauf hinauslegen. Bitte, wir wollen keinen weiteren Stress. Na, warum bist du denn allmächtig? Vielleicht, weil ich den hier hab. Was ist das? Ey, was ist das? Der Infinity Bow. Oh Gott. Was passiert, wenn er mich trifft? Ja. Sehr tot. Ich will es ehrlich gesagt gleich herausfinden. Wir machen ja jetzt nichts mehr. Ju, das ist eine der stärksten Sachen auf diesem Planeten. Okay. Einer der stärksten Sachen. Wisst ihr was? Wer braucht eine Rakete, um hier wegzufliegen? Teleportation ab! Das ist wohl ein schlechter Scherz! Das ist auf jeden Fall ein schlechter Scherz. Sehr schlecht. Wo ist Bello? Wo ist Bello? Warum lässt er sich immer bestechen? Auch bei Bonch hat er sich einfach bestechen lassen. Hier ist Bello. Wo ist Bello? Hier Bello, warum Bonch hast du dich bestechen lassen? Guck dir an, was passiert ist. Siehst du das? Denkst du, wir machen irgendwie... Es geht um... Knochen. Bello, ich bin gerade wirklich... Hör mir zu, ich bin gerade wirklich enttäuscht von dir.
Ich weiß, Knochen sind toll, aber du hast gerade fast unser Dorf zerstören lassen. Hör auf mich zu hauen, du brauchst auch gar nicht irgendwie jetzt beleidigt sein. Guck dir an, was du gemacht hast. Wenn deine Hilfe gebrauchen können. Guck dir an, was passiert ist. Hallo. Nutzlos bist du. Nee, du brauchst jetzt auch nicht schmollen. Ich bin wirklich enttäuscht von dir. Es sind Knochen. Du stellst Knochen über die Sicherheit des Dorfes. Also, das ist wirklich... Noch schlimmer, über die Sicherheit seiner Freunde. Ösabello. Bello, ich bin wirklich enttäuscht von dir. Und guck dir das mal an. Allein dein Haus wurde weggesprengt. Dein kleiner Bunker wurde weggesprengt. Interessiert dich das gar nicht? Ist dir das so viel... Sind Knochen dir so viel wert? Also... Schäm dich. Geh in dein Loch. Ach, Bello. Nein, Bello, lass ihn in Ruhe, Ich möchte dich jetzt auch nicht irgendwie beleidigen damit, aber ich möchte dich darum bitten, dass du bitte dich nicht so leicht bestechen lässt. Dass du uns auf uns aufpasst. Ich meine, ja, Knochen sind toll. Ich kann auch verstehen, warum du sie magst. Aber bitte versuch das nächste Mal ein bisschen mehr bei uns zu bleiben, okay? Wir hätten deine Hilfe wirklich gebrauchen können. Ich meine, guck dir an, was er gemacht hat. Er hat dein Haus komplett weggesprengt. Da ist kein bisschen mehr was von übrig. Wirklich kein einziger Block. Und er hat mitten in unserem Dorf einfach so ein fettes Loch angeklatscht. Also... Zu reparieren wird dauern. Das glaube ich auch. Also, ich würde... Was sollen wir jetzt machen? Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, wir versuchen demnächst das Infinity Ingot zu suchen. Also als erstes wird das Dorf repariert. Danach suchen wir das letzte Teil zum Infinity Ingot. Und ja, vielleicht kriegen wir es noch rechtzeitig hin und dann haben wir vielleicht noch eine Chance. Also ich möchte auf jeden Fall, wenn wir das Infinity Ingot haben, die Rüstung craften. Eventuell, ich weiß, ob sie unsterblich macht, aber auf jeden Fall dann es probieren, ihn zu besiegen. Weil er wird zu 100% aus Spaß uns eines Tages wegklatschen. Das ist eigentlich garantiert. Weil ich glaube nicht, dass er irgendwie Mitleid hat mit uns und deswegen uns in Ruhe lässt. Ich glaube, er lässt uns einfach ein bisschen Zeit zum Spielen oder sowas. Also er hat ja gesagt, dass wir weg sollen und nie wieder herkommen sollen. Also müssen wir schnell machen, bevor er wiederkommt und uns dann vernichtet. Ja, zunächst möchte ich erstmal das Dorf reparieren und danach suchen wir das Infinity Ingot. Und Bello, was ist? Also wir werden definitiv unser Bestes geben. Und bitte... Ach, ja, okay, Bello. Es ist in Ordnung. Bello ist... Wenn du uns versprichst, ab jetzt ein bisschen mehr auf uns zu achten, okay? Ach, Bello. Und Professor, bitte achten Sie komplett auf das Infinity Ingot und irgendwie... Eine Info am Rande. Du dachtest nicht, dass ich diesen Planeten so leicht betreten kann. Aber ich kann kommen, wann ich will. Merk dir das gut. Verschwinde! Ich kann... Jedes Mal dasselbe mit diesem Hund. Hier, Bello, Abflug! Nein, Bello, bitte nicht. Du, lass die Knochen fallen. Und? Nein! Jungs, ihr kennt doch das Spielchen. Telepathie ist des Meisters Hand. Ach, das ist doch jetzt nicht wahr. Zum Glück, ich hoffe, er hat das gerade nicht mitgehört. Egal. Dann müssen wir auf jeden Fall demnächst unser Dorf reparieren und das Infinity Ingot irgendwie herbeschaffen. Und wir müssen Bello beibringen, nicht so leicht auf Knochen reinzufahren. Und ich muss Material finden, um mein Haus wieder aufzubauen. Obwohl der Eingang nur beschädigt wurde, aber trotzdem, es ist Schaden. Ja, wissen wir. Aber genauso gut ist mein... Also ich werde den Eingang mich drum kümmern, um den Rest hier und sie um ihren Eingang. Und... Geben Sie Ihr Bestes, bitte. Wir brauchen unbedingt dieses Ingot. Also wirklich, ansonsten haben wir keine Chance. Werden wir. Wenn wir siegen und... Ja. Dann können wir in Friede hier weiterleben. Ich hoffe es. Und dann können wir endlich uns eventuell auch mal auf, ich weiß nicht, zum Beispiel das Finden von Drews Mutter konzentrieren. Das wäre auch mal ganz wichtig. Das würde mir gefallen. Ja, aber ich weiß, wer ist diese Drews Mutter? Ich werde das auch interessant finden. Das ist deine Frau! Ich hab keine Frau. Das ist mein Sohn. Wir werden ein anderes Mal drüber reden. Ja. So, ich begebe mich dann wieder auf den Aufbau und suche nach dem letzten Ingot.
Okay, vielen Dank. Also Leute, ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen und wenn es das doch getan hat, dann lasst unbedingt einen Like da und lasst ein Abo da, um nichts weiteres zu verpassen. Hallo. Und ja, aktiviert auf jeden Fall unbedingt die Glocke, um ganz sicher nichts mehr zu verpassen und habt noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal und ciao.